Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Ich schieb euch mal ein bisschen nach hinten. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe ein Paket bekommen. Und zwar vom lieben Filmangler Gude Patrick. Ja, denn wir haben einen Tausch gemacht. Also hier ist Tausch, Kauf und Mystery drin. Also ich bin gespannt. Patrick, vielen, vielen Dank dafür. Ja, wir haben einen Tausch gemacht. Und zwar habe ich ihn angeschrieben. Patrick, ach, du liebst doch so hart Boxen. Wie ich natürlich auch, ja. Ich hätte hier eine Hardbox. Jetzt schneidet das scheiß Messer nicht. Ich hätte hier eine Hardbox für dich. Und zwar, das habt ihr bestimmt schon auf seinem Kanal gesehen. Und zwar die Brut, ja. Die Hardbox von Wicked Vision. Das ist aber so die einzige. Wicked Vision bringt nicht so viel Hardboxen raus. Und da habe ich mir gedacht, komm, die Hardboxen von Wicked Vision, die sammelst du nicht. Ach, nee, komm. Patrick, hast du Bock zu tauschen? Du hast doch das Mediabook. Oh ja, gesagt, jo, machen wir. Dann hat er auch noch aussortiert. Hat ein bisschen was zum Verkauf gehabt. Da habe ich auch mir ein Mediabook und eins hat er mich überredet. Oh, Timo, das brauchst du noch. Und dann habe ich gesagt, jo, schmeiß rein. Dann hat er dann am Ende auch noch, ach, hier, komm, hast du noch, habe ich das Geld überwiesen, er überweist mir wieder was. Und ach, hin und her und dort. Dann habe ich gesagt, ach, Timo, ich pack dir sogar noch irgendwas ein. Also, danke, 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 das wäre echt nicht nötig gewesen. Natürlich freue ich mich, gell. Natürlich nehme ich das auch gerne an. Also, unglaublich, unglaublich der Kerl, gell? So ein geiler Kerl. Ich habe schon aufgemacht jetzt. Alles natürlich schön verpackt. Oh, ist schon ein heißer Kerl. Oh, oh. Und ich sehe schon eins. Das erste, was oben drauf liegt, ist. Oh. Habe ich noch nicht gesehen, kenne ich nicht. Also vom Titel her schon. Und zwar Archive. Keine Ahnung. Also das ist ein Mystery-Anteil hier. Vielen, vielen Dank, Patrick. Vielen, vielen Dank. Von Capelet das Ganze sieht nach Science Fiction aus. Ja, wunderschöner Sci-Fi-Film mit einem Twist wie ein Schlag in die Magengrube. Einer der besten Roboterfilme seit Metropolis, schreiben sie hier. Ich bin gespannt. Vielen, vielen Dank. Ich habe das tatsächlich schon öfter mal gesehen, aber irgendwie hat es mich nicht so interessiert, dass ich mir das kaufen musste. Patrick, vielen, vielen Dank. So, als nächstes kommt, ja, natürlich die Brut. Oh, herrlich, gell? Die Brut hier von Wicked Vision, das Ganze. Und, ja, das wollte ich haben, so wollte ich es haben. Und, ich weiß auch gar nicht, warum ich mir damals die Hardbox gekauft habe. Ja, weil ich die Hardbox haben wollte. Aber vielen, vielen Dank. Da konnten wir schön tauschen. Und ich denke, jetzt ist jeder zufrieden. Die Brut. Dankeschön. So, was haben wir? Ach, du Pack. Hey, gerammelt der voll. Ich weiß gar nicht, wie ich das gut machen soll. Vielleicht schicke ich dir noch ein paar Reifen oder so. Ich weiß es nicht. Aber hier blitzt schon wieder was durch. Hier blitzt schon wieder was durch. Jo, hat mich damals nicht interessiert, dass ich mir das kaufe, aber so
schaue ich mir den Film gerne mal an. Ja, es geht um Ashfall. Danke, 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 danke. Ist, glaube ich, irgendein Katastrophenfilm, oder? Sie haben nur eine Chance, um die gesamte Nation zu retten. Okay. Vulkanausbruch. Nonstop Action. Nicht gesehen, keine Ahnung. Patrick, vielen, vielen, vielen Dank. Danke. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Kann ich nichts zu sagen. Kann ich echt nichts zu sagen. So. Wenn ich jetzt hier mal rein kann. Zwei Stück. Du hast du doch nicht mehr, Al. Du hast du doch nicht mehr, Al. Zwei Stück noch. Ach so, nee. Die zwei weiß ich. Die habe ich nämlich. Auch jetzt. Eins habe ich abgekauft und eins wollte ich abkaufen. Und da habe ich gesagt, nein, Timo, das kann ich dir nicht. Da kann ich dir kein Geld abdrücken. Und okay, danke. Und zwar geht es hier um Rubber. Ja, der Killerreifen. Ich habe dir zwei Killerreifen zugesendet. Und vielen, vielen Dank. Denn ich muss tatsächlich auch gestehen, das hört sich zwar alles sehr, sehr lustig und schön an und ich habe den Rubber noch nie gesehen. Ich habe ihn noch nie gesehen, obwohl der hat mir schon immer irgendwie im Auge gelegen. So, ah, Rubber, 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 Rubber. Aber irgendwie habe ich mir nie gekauft und jetzt lag er da beim Patrick. Hier, Timo, will ich hergeben. Und da habe ich aber auch gesagt, nee, nee, nee. Ach, und da sagt er, komm, nimm. Und ich so, nee, doch, nimm, nimm, nimm. Und dann habe ich ihn genommen, Rubber. Ich werde mir Rubber angucken. Ist bestimmt ein Heidenspaß, das Ganze, gell? Ein Reifen, der rumfährt und die Leute umbringt. ich bin mal gespannt. Ist, denke ich, auch genau mein Scheiß. Patrick, vielen, vielen Dank. So, und das letzte Mediabook. Und das habe ich schon abgekauft. Das wollte er ja eine Zeit lang gar nicht hergeben. Das wollte er nie hergeben. Und jetzt lag das da und da habe ich gesagt, hier, komm, nimm. Nimm mein Geld. Ja, denn ich kenne diesen Film noch nicht. Ich kenne noch nicht. Es ist ein Olaf Ittenbach-Film. Ja, so weit kann ich schon mal verraten. Limitiert auf 2000 Stück. Und ich wollte ihn schon immer mal sehen. Und jetzt habe ich ihn endlich. Denn mir fehlen gar nicht mehr viele Ittenbach-Filme. Es sind noch ein paar, die ich noch nicht gesehen habe. Und die ich auch nicht habe. Und da hat der halt dazu gehört. Komm, no reason. No reason. Hier in diesem Hackepeter Cover. Sehr, sehr geil das Ganze. Und Patrick, ich werde schön auf diesen Film aufpassen. Der wird so nicht mehr hier rauswandern aus meiner Sammlung. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Herrlich, herrlich. Patrick, vielen, vielen Dank dafür. 2, 4, 5 Mediabooks. Unglaublich, unglaublich. Vielen, vielen Dank. Ja, irgendwann ist es immer mal so weit, dass man mal aussortieren muss. Aber wie ihr seht, das ist voll. Da habe ich noch, hier habe ich Platz noch. Hier habe ich noch ein bisschen Platz. Und das sind ja alles diese Tinboxen und Metal Packs, ein paar. Die wollte ich eigentlich auch mal woanders dann noch hin tun. Also habe ich hier auch noch eine Menge Platz für Mediabooks. Also noch habe ich Platz, noch kommen sie hier rein. Aber ja,
irgendwann ist es halt mal so weit, da muss man auch mal ein bisschen aussortieren, gell? Und das kommt mir zugute. Patrick, danke. Danke, danke, danke. Du bist einfach der Geilste mit der größten Rute, ja. Wie soll er sonst angeln? Also, vielen, vielen Dank. Küsschen geht raus. Und wenn wir uns mal wieder sehen, kriegst du einen Schmatzer. Danke, 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 danke. Also, dann danke an euch, dass ihr hier dabei wart. Und schreibt mir mal in die Kommentare. Ihr könnt mir mal ein bisschen was über die Filme hier unten reinschreiben. Natürlich die Brut, die kenne ich natürlich schon. Und den Rest tatsächlich noch nicht. Da könnt ihr mir einiges mal unten in die Kommentare schreiben, ohne zu spoilern natürlich. Und dann klickt auch noch mal, wenn ihr schon beim Kommentare schreiben dabei seid, in die Videobeschreibung und klickt da mal bei meinen ganzen anderen fucking Freaks-Kollegen vorbei. Genauso wie beim Spreadshirt-Shop könnt ihr mal hier schön reinschnuppern. Und auch beim Discord und auch bei Facebook und Instagram könnt ihr mal reinschnuppern bei uns fucking Freaks oder auch bei mir. Und dann war es das auch schon wieder, gell? Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo.